Jarl, Sie haben es geschafft. Gibt's was Neues von Tevint und den anderen? Nein, es gibt keinen Verkehr und keinen Kontakt mit der Schmiede mehr. Sie steht jetzt unter Axuls Kontrolle. Hätten Sie eine Idee, wie wir reinkommen? Mein Shuttle könnte Sie in der Nähe absetzen, aber mehr kann ich leider nicht tun. Aphra will sich die Roker nicht zum Feind machen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir werden diskret vorgehen. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. Oh ja, yeah. Wir sind hier mit einer cowboyhütigen Dame. Auf jeden Fall auf Haval gelandet und müssen Charl helfen. Und zwar um Fleisch und Blut geht es hier. Mal schauen, ob das was wird. Und außerdem, Freunde, war ich gerade noch am Infamous First, nicht First Light, sondern Infamous Second Sun am Aufnehmen. Und komm da leider gerade nicht weiter, deswegen dachte ich, yo, komm, hauen wir nochmal ein wenig Mass Effect hier raus, ne? Und nehmen Charles Mission auf. AFK, hast du sonst noch was? Das Shuttle ist bereit. Viel Glück. Okay, mehr sagst du nicht. Und du, Cody Holdren? Oh, willkommen. Ich habe neue Vorräte, frisch von der Nexus. Und auch einige von meinen stillen Teilhabern. Ich plane, das erste Angara Nexus Handelshaus aufzubauen. Lone Star Enterprises. Der Name soll mich immer daran erinnern, wo ich angefangen habe. Verstehen Sie? Hey, wollen Sie vielleicht in mein Geschäft investieren? Was würde ich für meine Investition bekommen? Heute fantastische Waren. Und morgen? Wer weiß. Okay. Initiative Helm 7 und so. Ist ja geil. Ja, ja. Kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. Hast Sehen du noch Sie was? Sich ruhig um. Ja, mache ich. War das nicht noch ein Autozubehör? Overdrive Pack? Nö. Leider nicht. Dann gehen wir ins Shuttle und legen mit der Mission los. Shuttle Pilot. Hallo? Shuttle Pilot? AFK sagt, Sie brauchen einen Flug zur Schmiede. Je unauffälliger, desto besser. Ich kann keine Wunder vollbringen, werde aber mein Bestes geben. Sind Sie bereit? Ja, auf jeden Fall. Gehen wir's an. Sind Sie sicher, dass Sie mich dabei haben wollen? Ein Außenstehender. Wird den Roker eine neue Perspektive aufzeigen. Folgen Sie mir einfach. Wir werden meine Familie zurückholen. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Darf ich mal? Karte? Oh, neues Gebiet. Für einen Augenblick. Sehr interessant. Sieht geil aus. Vorsichtig. Wir wollen die Roker nicht alarmieren. Ist schon klar. Ist nicht gerade meine Stärke. Es wäre leichter, wenn wir wüssten, wo wir ihre Familie finden. Die Moschei bringt alle ihre Schüler zur Schmiede. Ich kenne mich aus. Das Govatan, ein Willkommenszentrum, liegt direkt vor uns. Okay. Nehme ich gerne an. Dann geht's weiter. Es tut mir leid, dass ich in den frühen Folgen teilweise zu leise war. Ich hoffe, das passiert mir diesmal nicht mehr. Er ist verlassen. Der Govatan ist normalerweise voller Reisender. AFKA hat gesagt, es gibt keinen Verkehr rein oder raus. Das macht es nicht weniger unheimlich. Wo sind die Roker? Okay. Dann haben wir zuerst mal ein Datenpad. Hier übersetzt aus dem Slash. Oh Gott. Ankünfte 30, dann 25, 5, 3, 2. Keine
Ankünfte mehr. Dein Ernst gerade? Bis vor einer Woche gab es regelmäßige Ankünfte. Die meisten Angara kommen mindestens einmal in ihrem Leben hierher. Entweder wegen der Tradition oder um Wissen weiterzugeben. Was war Ihr Grund? Etwas von beidem. Kommen Sie, suchen wir weiter nach Baranch und den anderen. Machen wir gleich. Keine Sorge. Phoebe, was stellst du wieder an? So, Netzwerkanmeldung. Strom ist da, aber alles aber ist offline. Soll ich die Kommunikation wiederherstellen? Im Moment nicht. Es könnte die Roker alarmieren, wo immer sie sein mögen. Okay. Achtung, neue Gäste. An Oma Beinsteak von Droka Sidia. Morgen früh trifft ein wichtiger Gast ein. Ich habe die Shuttle-Nummer für Sie markiert. Informieren Sie mich, sobald es in unseren Luftraum einfliegt. Ich werde Anflug und Landung persönlich überwachen. Aha. Wissen Sie Bescheid? Oder wissen Sie Bescheid? Von Greta Caulfield. Ey, heißt morgen käme eine. Es heißt, es käme morgen eine wichtige Person zu Besuch. Hat Droka Ihnen gesagt, wer es ist? Die Mosha. Oder besser gesagt, die Mosha? Schon gewusst? Doma Beinsteak, nein. Sie war sehr vage, äußerst untypisch für sie. Sie sagte nur, wie sollen sie informieren, wenn das Shuttle eingetroffen ist. Finden Sie es komisch, dass sie das Sicherheitsprotokoll umgeht? Wahrscheinlich. Droka Sidia, alle Mitarbeiter haben sich sofort im Hof einzufinden. Es besteht kein Grund zur Besorgnis, aber die Teilnahme ist Pflicht. Aha. Man kommt auch von beiden Seiten hier raus. Interesting. Gibt's hier sonst noch was? Abzuscannen. Jetzt verschiedene Unterkünfte. Nicht so geil indirekt. Warum ist die Schmiede so wichtig? Sie ist eine der wenigen Ruinen aus der Zeit vor der Geißel. Davon haben wir nicht mehr viele. Wo immer die Angara hingegangen sind, sie haben jede Menge Vorräte zurückgelassen. Mal im Ernst, wo haben sie das ganze Zeug her? Ah ja, und der Widerstand liefern das alles. Falls die Cat die Schmiede zerstört haben, wäre das ein furchtbarer Schlag. Das auf jeden Fall. Gucken wir weiter. Wiedergabe Audiolog. Bestätigung Eierlieferung. Bestätigt von Greta Caulfield. Nährstoffbrei, bla 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 bla. Und von Greta Caulfield. Entweder bringen sie die Roker dazu, ihre Vorräte zu teilen und mich bei der Katalogisierung meiner Arbeit machen zu lassen, oder sie vertreiben sie aus meinem Lagerraum. Die Loks waren noch nie so schlecht gepflegt. Man sollte meinen, sie wären froh darüber, wenn jemand ihren Skat sortiert. Aber sie lassen mich nicht in die Nähe, auch nur eine Kiste. Sie haben sie eingeladen. Unternehmen Sie etwas. Auf jeden Fall. Ich habe etwas gefunden. Sieht aus wie ein Logbuch. Alle sind von Axel total fasziniert. Man könnte meinen, er wäre die Moshai. Ich habe Droka gebeten, dafür zu sorgen, dass er geht. Aber sie hat gesagt, dass alle Angara in der Schmiede willkommen sind. Vor allem jene, die versuchen, unsere Kultur zu schützen. Schutz? Hat er Ihnen das versprochen? Angeblich ja. Mal schauen, ob das sich durch die ganze Scheiße hier zieht. Wahrscheinlich. Der Pissknödel kam einfach hier rein und hat alles übernommen. Vollidiot. Ein weiteres Terminal. Oh. Das ist geil. Die wurden länger nicht gegossen. Sie stammen aus der Schmiede. Normalerweise werden sie mit viel Liebe gepflegt. Ja, seit die Roker da sind, nicht mehr. Flora-Exemplar erhalten. Leka hat ohne Schwierigkeiten einige Proben der Flora in der Schmiede entnommen. Droka hatte Bedenken, Pflanzen in der Nähe der alten Säulen zu entwurzeln. Aber ich könnte sie durch einige weniger riskante Kandidaten an den äußeren Rändern beruhigen. Für den Moment werden wir uns auf die Pflege konzentrieren, die Wasseraufnahme überwachen und die durchschnittliche Lebenserwartung ermitteln. Dann wird dann die Basis zukünftiger Experimente sein. Oh Mann. Versuch
3765, Vorgang der Hitzeformung. Unser letzter Versuch, den Vorgang der Hitzeformung nachzubilden, mit dem die Schmiede erbaut wurde, war erfolglos. Wir konnten die Felsproben bis zum Schmelzpunkt erhitzen, aber sie wurden dann einfach zu Magma und konnten nicht mehr bearbeitet werden. Sobald die Proben abgekühlt waren, wies die Oberfläche Wellen auf und hatte nicht die scharfen Kanten, die wir wollten. Oh Mann. Axel hat uns heute aus dem Labor geholt. Er sprach von der Bedrohung aus der Milchstraße. Shiva sagt, er sei ein Radikaler. Dabei spricht er nur aus, was alle denken. So spricht eine neue Rekrutin. Axul kann sehr überzeugend sein. Meine Brüder und meine Schwester sind dafür das beste Beispiel. Ist ja kein Thema. Man kann sie auch zurückdoktrinieren, indem man einfach mal Klartext redet und sie umpult. Habe ich vielleicht hier noch was vergessen? Ja. Eindämmungszellen. Super, habe ich hier nochmal nachgeguckt. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben sicher hier auch noch was vergessen. Dann geht's jetzt hier rüber. Gucken uns das mal an. Und da heißt es, ich wäre unordentlich. Sie sind in Eile aufgebrochen. Oder wurden vertrieben. Übersetzt aus dem Salash. Ich kann es nicht glauben, endlich bin ich hier, in der Schmiede. Kurator Drucker hat auf eine kurze Pause bestanden, bevor wir die Stätte selbst besuchen, aber ich kann kaum sitzen oder still sitzen. Helga und ich haben Jahre darauf gewartet, ausgewählt zu werden. Endlich werden wir die Zeichen mit eigenen Augen sehen. Vielleicht sogar die ersten sein, die sie übersetzen. Oh Mann. Dein Ernst gerade? Hören Sie das? Axuls Stimme. Wir werden Ihre Familie finden, Joel. Du sagtest, es waren alle. Waren es auch. Er muss... Alien, Angriff! Dein Ernst gerade. Ich wollte nicht angreifen, aber gut, Joel... Hat er sich verteidigt, das heißt, ich muss auch. Hoffentlich hat das keiner gehört. Sie haben zuerst geschossen. Wir mussten uns verteidigen. Definitiv. Datenpad. Informieren Sie Axel, dass der Govatan gründlich durchsucht wurde. Als Zivilisten wurden erfasst. Aha. Was bedeutet das? Haben Sie sie zusammengetrieben? Wahrscheinlich. Oh nee, nicht wieder so die Roker besiegen. Diskret. Stirb, hey, danke. Oh, das sind jetzt die neuen. Wir müssen sie ausschalten. Der neue Move von meiner guten Phoebe. Hey, willst du mich verarschen? Dein Ernst? Du bist ausgewichen? Na warte. Was, das nennst du viele? Sie dürfen nicht durchkommen. Also es sind viele insgesamt, aber so viele sind es jetzt auch nicht mehr. Seit dem Anfang. Dein Ernst gerade. So, sterben, sterben. Tschüss, du auch. Ey. Gib schon endlich auf. Ja, gebt auf. Weiterkämpfen. Ja, weiterkämpfen. Ihr solltet lieber aufgeben. Das wäre das Beste für euch. Aber aufgeben kennt ihr wohl nicht. Wir halten das nicht ewig durch, Ryder. Doch. Doch, das halten wir ewig durch. Oh. Wo kann ich denn scannen? Also, scannen kann ich hier nirgends. Wer hat mich abgeknallt? Tschüss. Danke. Ach, das? Gesichert.
Irgendein Anzeichen von ihrer Familie? Nein. Die Roka wissen, dass wir hier sind. Vielleicht lockt sie das raus. Ich hoffe doch, dass die rausgelockt wurden. Halt die Backen. Gebt mir lieber alles, was hier so... Wir haben wohl das Abendessen unterbrochen. Gebt mir lieber so, was ihr hier habt. Die mit den neuen Rekruten gelieferten Vorräte müssen uns zusammen mit dem Nährstoffbrei, den die Forscher zurückgelassen haben, auf absehbare Zeit ernähren können. Außerdem hebt es immer die Moral, wenn eine Ladung frische Elmok eintrifft. Die Jungen stehen aber eben auf ein wenig Luxus. Oh Mann. Meine Aussprache ist gerade auch wieder schrecklich as fuck. Sie haben ja keine Ahnung. Oh ja. Der hat sich gravierend selbst gerne reden. Hier durch geht's nicht. Ist klar. Aber ich kann durchschießen. Kann der mal aufhören zu quatschen? Der nervt. Und das nicht zu knapp. So. Er hasst uns wirklich. Gehört das auch zum Govatan? Wohnquartiere für die Archäologen. Die Roka haben es sich hier offensichtlich gemütlich gemacht. Dann sollen sie es weiter gemütlich machen oder halten. Du hältst die Backen, ohne Witz. Hier, anstehender Besuch. Es tut mir leid, Ongarn. Ich muss meinen Besuch ein wenig verschieben. Eine ganz besondere Person ist zu Bosen gekommen. Was? Sein Name ist Axel. Er ist wie Trägner aus den Geschichten, die dein Bruder, die er immer vorliest. Ein starker und ehrenhafter Streiter für unser Volk. Bosen muss auf diesen Mann hören. Hingehen, wo er hingeht. Tun, was er sagt. Genau wie du auf deine Mütter hörst. Ich werde dir zum Ausgleich für meine Abwesenheit ein Geschenk mitbringen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie groß du geworden bist, Ungarn. Möge die Sterne den Weg weisen, Teffen. Bist du verrückt? Doganella. Jevan sagt, du bist desertiert. Dass du jetzt auf Kadera lebst? Was du zum Skut ist passiert? Unsere Mutter sorgen sich. Oder unsere Mütter sorgen sich. Ich sorge mich, komm zu mir zurück. Bist du verrückt? Fair Elach, ich hätte wissen müssen, dass Jevan seinen Mund nicht halten kann. Ja, ich bin auf Kadera. Nein, ich gehe nicht zum Widerstand zurück. Ich bin fertig mit diesem Krieg, Dogen. Ich habe genug getötet. Du bist sicher in deinem Labor. Du verstehst es nicht. Die Cat, als dieser Mensch die Mosha gerettet hat, fanden sie heraus, dass die Cat früher wir waren. Ich weiß, das klingt verrückt, aber es ist wahr. Ich habe die ganze Zeit unsere eigenen Leute getötet. Ich kann nicht zurück, ich gehe nicht zurück. Außerdem gefällt mir Kadera irgendwie. Es ist lange nicht so schlimm, wie unsere Mütter immer gesagt haben. Also sorge dich nicht um mich, Bosora. Axul behauptet, wir müssten die Schmiede zu unserer eigenen Sicherheit verlassen. Bragon und einige andere haben sich geweigert. Die Roka... Axul behauptet, wir müssten die Schmiede zu unserer eigenen Sicherheit verlassen. Bragon und einige andere haben sich geweigert. Die Roka haben sie bewusstlos geschlagen und dann auf das Schiff gebracht. Ich dachte, Axul soll uns beschützen. Warum müssen wir von hier weg? Das erklärt, wo die Forscher sind. Axul hat sie weggeschickt. Was hat er vor? Ich weiß es nicht. Aber ich will nicht, dass meine Familie daran verwickelt wird. Verschlossen. Sam, irgendein Vorschlag? Ich orte unterirdisch eine elektrische Verkabelung, Pathfinder. Sie können ihr mit dem Scanner folgen. So, da... Dann suchen wir weiter nach Hinweisen. Mann. Hinter diesen Türen befindet sich eine Brücke, die zu den Ruinen führt. Okay. Dort müsste meine Familie sein. Ich hoffe, das gibt nicht noch eine allzu große Mission. What the fuck? Übertreib nicht. Die Roka wollten anscheinend nicht, dass wir diesen Weg nehmen. Wie kommen wir jetzt zu ihnen? Wir müssen runterspringen.
Tja, der Weg ist Geschichte. Wir benutzen die Felsen. Okay. Bom. Kein Problem. Wenn das alles ist. Oh, das war knapp. Und jetzt? Den Hügel rauf. Den Hügel rauf. Scharfschützen? Wir haben Gesellschaft. Wo denn? Scharfschützen! Verdammt! Ich wollte mich doch mal umsehen. Bitte nicht. Axel muss Verstärkung geschickt haben. Schaltet sie aus! Sie dürfen das Nest nicht erreichen! Kopf einsehen! Erhöhte Position beziehen! So einfach haben wir schon die Leute aufgeräumt hier oder aufgemischt. Easy. Na, Charlie, wie mache ich mich? Eindringlinge haben das Nest erreicht. Ich zähle drei. Moment! Ich kenne diese Stimme. Lathul! Hol Verstärkung! Lathul! Nicht! Warte! Das ist Jarl. Jarl, bist du das? Baranch, unsere Mütter schicken mich. Sie alle? Haben unsere Mütter auch diesen Menschen geschickt? Jarl wusste gar nicht, dass ihre Schwester so tough ist. Ihre Leute sind ein Witz. Tevind, bitte. Warum schickten sie dich? Weil uns die Kett schon genug gekostet haben. Sie haben Angst, euch an diesen Wahnsinn zu verlieren. Aber Jarl... Ich will, dass ihr meinem Freund Scott zuhört. Dann erkennt ihr, dass Axul falsch liegt. Wir müssen gegen die Cat zusammenarbeiten. Ich will, dass wir miteinander auskommen. Wen kümmert's? Die Angara wollen nichts von ihnen. Wir brauchen sie nicht. Jarl, unsere Mütter wollen, dass wir aufrecht Gerade leben. Gerade weil ich sie liebe, würde ich für unsere Sache Axul sterben. Axul wird hier alles in die Luft sprengen. Deshalb hat er die Forscher weggeschickt. Ruhe. Er hat Bomben. Jetzt. Gestohlen von ihren Leuten. Wenn diese Bomben hochgehen, sieht das aus wie das Werk der Initiative. Wir müssen sie entschärfen. Ich bringe sie... Nein, nein, nein. Die Bomben. In der Schmiede. Mir geht's gut. Jarl, alles klar. Werden Sie es schaffen? Ich hasse Axul. Er darf nicht gewinnen. Alles klar. Gut, dass Sie hier sind. Definitiv ist es gut, dass ich hier bin. Die Bomben finden, ist klar. Sicher wieder auf Zeit, ne? Wenn Axul bereit ist, die Schmiede zu sprengen, ist er zu allem fähig. Ryder, falls er auftaucht. Ich weiß. Folgen wir ihm. Ja, oder ich entschärfe die Bomben und du folgst ihm. Ich bin hier, Axul. Und ich reiß euch alle in die Tonne. Darf ich mal? Sind bereits scharf. Nicht jetzt. Wie viel Zeit haben wir? Höchstens ein paar Minuten. Toll.
Nein, heute nicht. So, danke für den Schild. Tschüss. Das musste so sein. Dankeschön. Und jetzt nur noch zwei von diesen Arschkriechern. Oh. Das war's. Wo ist die Scheißbombe? Glauben Sie, Tevin hat sie gewarnt? Möglich. Ist aber nicht mehr wichtig. So. Na dann, zuerst die Bomben entschärfen und dann den Rest. Dann haben wir das Wichtigste hier erledigt. So. Okay. Ja, und jetzt zu euch, ihr Pappnasen. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Road kacken. Ja, tschüss. Schonen Sie sie nicht. Nö, wir schonen die gar nicht. Definitiv nicht. Achten Sie auf die Säulen, sonst verlieren wir die Schmiede bei dem Versuch, sie zu Ja, ja, komm. Easy. Sag jetzt nicht, du bist wieder abgekackt. Nö, bist du nicht. Joel! Joel! Ich habe Lathul getötet. Es tut mir so leid. Er ist nicht tot. Zu deinem Glück. Ich bin durchgedreht, Joel. Ich will nach Hause. Aber die Sache. Ich bin wegen dir dabei. Ich habe auf ihn geschossen. Verlass mich nicht. Lass sie gehen. Ich will nur Kämpfer, die hinter unserer Sache stehen. Keine Schwächlinge, die tatenlos zusehen, wie unser Volk vernichtet wird. Von Aliens. Sie rekrutieren Kinder und hetzen sie auf ihre Familie. Das ist krank, genau wie Sie. Ich spreche für unser Volk. Und ich sage, Sie haben in Helios nichts verloren. Leider nicht. Los, machen Sie mich zum Märtyrer. So gern ich es auch täte, ich habe meinem Freund etwas versprochen. Sie ziehen auf unsere Planeten. Sie stehlen unsere Ressourcen. Sie machen uns schwach. Ryder hat Planeten bewohnbar gemacht. Ja, und das werden sie uns nie vergessen lassen. Er hat unsere geliebte Moschei befreit. Ich weiß. Sie gerettet. Ich weiß. Hören Sie auf, sie zu ver... Die Moschei vertraut Ryder. Und genug. Wir haben die Falschen bekämpft. Vielleicht ist ja dieser Verräter der Feind. Ganz ruhig. Joel? Nicht! Die Moschei vertraut Ryder. Sie sind eine Gefahr für ihr eigenes Volk. Gehen Sie. Oder ich töte Sie und entlarve den Widerstand als Verräter an uns. Nicht das Alien ist hier das Monster. Ich liebe mein Volk. Na los, bringen wir euch nach Hause. Alles okay? Ja, danke. Oh yeah, und somit haben wir auch Charles Loyalität. Und somit ist gleich die Folge vorbei. Ich danke euch schon mal vielmals fürs Zuschauen. Ich werde gleich danach beenden, weil gleich meine Freundin nach Hause kommt.
Also einen großen Abspann gibt's da nicht mehr. Aber es war eine geile, großartige Mission. Hätte ich ihn jetzt erschossen, wäre ich das Monster gewesen. Aber so konnte ich wenigstens das Gegenteil beweisen, obwohl ich gerade dachte, Charles wird umgebracht. Es tut mir so leid, LaFool. Ich wollte nie... Du konntest mich nicht mal auf kurze Distanz töten. Sie sind da. Geben wir Ihnen eine Minute. Danke, dass Sie mir vertraut haben. Axuls Tod hätte die Roker nur stärker gemacht. Er hat auf Sie geschossen. Zum Glück. Dadurch hat er gezeigt, wie tief er schon gesunken war. Es hätte böse ausgehen können. Ich wusste, was ich tat. Sie haben geübt. Ein wenig. Wir sollten zurückgehen. Ich möchte mich verabschieden, bevor meine Familie nach Hause zurückkehrt. Also gibt's da noch kurz ein Statement. Ryder hat sich die Loyalität von Charles verdient. Yo, dann gehen wir jetzt noch zurück auf die Tempest und gucken gerade noch, was dort so abgeht, ob wir gleich eine Cutscene bekommen. Wir verlassen jetzt Haval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Tja, ohne Vertrauen geht halt nix, ne? Hallo. Hallo. So, kein Betreff. Axel, Mensch, blinder Hass ist ebenso gefährlich wie blindes Vertrauen. Ein altes angarisches Sprichwort. Eines von vielen, die ich auf meinem Weg vergessen habe. Das ist keine Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Alien ansehen kann, ohne Hass zu empfinden. Aber was ich Charles angetan habe, war falsch. Daher muss ich es versuchen, Axel. Gut. Er hat was draus gelernt, der Kollege. Sehr gut. So sehe ich das gerne. Ich danke auf jeden Fall mal fürs Zugucken, Freunde. Das war so eine Hammermission. So, hat unser guter Kollege hier noch was zu besprechen. Wenn dieses Tor nicht aufgeht oder diese Tür nicht aufgeht, dann wissen wir, was wir im nächsten Part noch machen dürfen. Na los. Okay, gut. Dann war es das auf jeden Fall für diese Folge. Ich danke euch fürs Zugucken. Dann werden wir wohl mal oder übel dem guten Pisser Archon mal einen Besuch abstatten. Mal schauen, was der so zu sagen hat. Bis zum nächsten Mal. Tüdelö.